Gyros, Peter. Ohne Knoblauchsoße. Danke. Natürlich. Du hast mir mal erzählt, dass es so am liebsten ist. Das hast du dir gemerkt? Selbstverständlich. Naja, ohne Knoblauchsoße ist ja auch besser. Falls ich dich heute Abend noch küssen will. Wie, hast du jetzt doch Zeit, oder was? Also so wie es aussieht, kommen die heute Abend in der Küche und im Restaurant ohne mich aus. Na, bestens. Cool. Mhm. Und? Was wollen wir machen? Fahren wir nach München oder bleiben wir hier? Mal sehen. Ja. Das ist ja goldig. Das sind mein Vater und ich. An einem Angelausflug. Man könnte meinen, ihr seid Brüder. Findest du? Also so wie der in die Kamera grinst? Naja, für seine 53 sieht er schon noch ganz gut aus. Wie, ich dachte, der ist 49. Quatsch, wie kommst du denn darauf? Pass auf. Oh. Ich glaube, ich hole mal ein paar Servietten, was? Älter. Dann stimmt ja das ganze Horoskop nicht. Das muss nichts heißen. Während der Schwangerschaft dehnt sich die Gebärmutter aus. Das ist ganz normal. Das kann wehtun. Wissen Sie, ich weiß einfach nicht, wie ich mit der ganzen Situation umgehen soll. Aus medizinischer Sicht würde ich sagen, wenn Blutungen auftreten, so schnell wie möglich ins Krankenhaus. Ja, der Meinung bin ich auch, aber das möchte sie nicht. Ihr Gynäkologe ist in Urlaub und einem anderen Arzt will sie sich nicht anvertrauen. Verstehe. Und was Ihre Situation betrifft, ich würde sagen, Zeit lassen. Emma und ich, wir sind gerade erst zusammengekommen. Und plötzlich merkt Rosalie, dass sie schwanger ist. Stelle ich mir nicht leicht vor. Aber ich stehe zu dem Kind. Ja, das kann ich verstehen. Sicher nicht leicht. Nee, so war es nicht geplant. Das hast du ja sauber hinbekommen. Dir auch einen schönen guten Tag, Ben. Du hast gar nichts so scheinheilig zu tun. Ich weiß nicht, was du meinst. Dein Baby? Das passt dir doch jetzt bestens in den Kram. Ja, ich bin schwanger. Und? Sowas kommt nun mal vor. Wenn ich im Bio richtig aufgepasst habe, dann muss sowas aber nicht passieren. Was willst du damit sagen? Dass dir das ganze Theater gerade recht kommt. Ben, ein Kind zu kriegen, ist kein Theater. Für normale Menschen nicht, aber du machst eins draus. Du willst dein Ex zurück. Will ich gar nicht. Das macht mir doch nichts vor. Mit dem Kind, da ist immer schön ein Fuß in der Tür. Wenn was du denkst, ist mir ziemlich egal. Felix kümmert sich total lieb um mich und das Baby und das ist das Einzige, was für mich zählt. Das tut er doch nur, weil er sich dir gegenüber verpflichtet fühlt. Felix wird sich an den Gedanken gewöhnen, Vater zu werden. Er wird das Gefühl lieben lernen. Und ich bin die Mutter seines Kindes. Wer weiß, was das noch für eine Bedeutung für ihn bekommen wird. Glaubst du nicht, dass er deswegen zu dir zurückkommt? Das werden wir ja noch sehen. Wann findet die Beerdigung statt? Um 12. Die Trauergesellschaft wird um 13:30 hier sein. Du machst drei Kreuze, wenn das alles vorbei ist. Ach, Werner. Eine Leiche im Hotel. Zum Glück hat das Beerdigungsinstitut am Hintereingang geparkt. Corbinian Niederbühl war immerhin der Arzt unserer Familie. Er hat Elisabeth und mich auf die Welt geholt. Entschuldige, so habe ich es nicht gemeint, aber Todesfälle. Da sind mir Geburten doch lieber. Ach, du weißt es ja noch nicht. Rosalie Engel ist schwanger. Wir werden Großtante und Großonkel. Ach, das ist mir allerdings neu. Ausgerechnet jetzt, wo Felix und Frau Engel sich getrennt haben. Ja, den Zeitpunkt kann man sich leider nicht immer aussuchen. Entschuldige. Ja, Saalfeld. Ach, Dr. Niederbühl. Ja, das Restaurant ist morgen für die Feier reserviert.
Danke Ihnen auch wieder. Ach, Dr. Niederbühl Junior, er wollte wissen, ob in der Organisation alles geklappt hat. Frau Zastrow hat sich also nicht darum gekümmert. Eine seltsame Person, findest du nicht? Frau Zastrow? Ich habe nach wie vor ein komisches Gefühl bei ihr. Ach, Charlotte, bitte. Ja, ich weiß auch nicht. Ihre tiefe Trauer kommt mir irgendwie übertrieben vor. Sie hat ihn mal etliche Jahre gepflegt. Und war doch etwas mehr als nur eine Haushälterin für ihn. Gib Frau Zastrow ein bisschen Zeit. Sie ist völlig durcheinander. Wahrscheinlich hast du recht. Ich will nur, was mir zusteht, nicht mehr und nicht weniger. Die Wahrheit so lange verschwiegen. Ach. Ich bin eine Saalfeld. Und ich werde um mein Erbe kämpfen. Eines Tages wird das alles hier mir gehören. Im Karussell. Das ganze Bett dreht sich. Soll ich dir eine Wärmflasche machen? Nein, ich möchte lieber, dass du bei mir bleibst. Danke, dass du dich um mich kümmerst. Um mich und unseren kleinen Schatz. Oh, das ist so weh. Ich habe mit dem Doktor gesprochen. Er sagt, es ist normal, solange du keine Blutungen hast. Die habe ich nicht. Es tut so gut, jetzt nicht allein zu sein. Ich muss aber gleich wieder los. Wirklich? Ja. Ich habe einen Termin und danach werde ich mit Emma essen gehen. Aber wir kriegen ein Baby. Ich meine, das wird ja doch wohl wichtiger sein. Wenn irgendetwas sein sollte, ich gebe Dr. Niederbühl Bescheid. Der wird nach dir sehen. Aber es ist unser Baby. Ja, Rosalie, das ist unser Baby. Aber deswegen werde ich nicht die nächsten 9 Monate bei dir hier im Bett sitzen. Ich bin mit Emma zusammen. Ich liebe Emma. Daran ändert auch deine Schwangerschaft nichts. Aber Felix... Rosalie, hör auf, dir irgendwelche falschen Hoffnungen zu machen. Du und ich, wir beide werden nie wieder zusammen sein.